Servus und willkommen zurück zu Bioshock 2. Ja, meine Maus ist irgendwie nicht so geeignet für so Shooter, habe ich irgendwie das Gefühl. Man muss übelst rumstellen. Egal. Im letzten Part haben wir endlich die letzte Pflanze geholt und das heißt, wir können den Knaben hier endlich mal... Ah, da haben wir doch noch was gefunden. Wow. Wow, wow, wow. Gleich mal Angriff, oder was? Wow. Stressiger Anfang. Stressiger Anfang. Ah, nee. Lohnt sich nicht. Fallnieten brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir eigentlich auch nicht. Ach komm, wir hauen mal noch ein paar von denen. Haben wir das gar nicht aufgenommen? Wir haben unsere älteste Sister physisch und mental neu konditioniert und mit Protector Equipment ausgerüstet, das nach meinen Entwürfen modifiziert wurde. Die Jüngeren titulieren sie als Big Sister. Leider ist das nur ein Notbehelf. Durch die Splicer und den Alterungsprozess der Mädchen werden uns bald geeignete Little Sisters ausgehen. Und dann ist die Erdoberfläche unsere einzige Chance auf Nachschub. Okay, schön zu wissen. Naja, dann holen wir uns mal den Typen hier. Das sah gerade komisch aus. So, wir müssen den Chill Alexander müssen wir holen. Und das werden wir jetzt auch machen. Wir haben Gold en masse. Alter, wo denn? Ist der hier draußen? Oder war der wieder im Tank? Ich glaube, das ist der aus dem Tank. So, das heißt, wir holen uns mal den Knaben hier raus, ne? Behältersystem für Tiefseelebensformen online. An alle Mitarbeiter. Subject Delta ist hiermit entlassen. Geleiten Sie ihn vom Firmengelände. Nein. Ich würde nicht. Ich würde widerstehen. Wow. So. Da oben. Dann haben wir schon mal den ersten weg. So, da unten. War ja noch einer. Da. Ah, ich will die Schrotflinte. So. Der ist weg. Dann haben wir da unten, glaube ich, noch welche. Boah, der Ton ist so extrem laut. Na. Ah, so, viel besser. Viel, viel, viel besser. Da ist ja noch einer. Bam, 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 bam. Das sind die normalen Flintenkugeln. Kriegt einfach mal das Zeug hier rein. So, noch was? Wie kannst du es machen? Du willst mich überlisten mit dieser... Ups. Stechungsaktion? Mich bestechen? Diesem Almosen? Diesem hanebüchenen... Ich verfluche dich, Delta! Warum? Perfekt, mein Junge! Du hast ihn am Haken! Benutze jetzt die Konsole, um ihm eine DNS-Probe zu entnehmen. So sollte automatisch ein Genschlüssel hergestellt werden. Ich würde den eigentlich gern mal sehen.
Total gern eigentlich. Okay. Da ist irgendwas. Ist doch nicht dieses fette Ding, oder? WTF? Du hast den Schlüssel zu Lambs Versteck, Junge. Jetzt brauchst du nur noch zu der Oxyfill-Station zu gehen und ihn benutzen. Er hat benutzen gesagt. Gibt's irgendwas Cooles? Flintenkugeln? Nehmen wir mal mit. Gab's da drüben noch was? Es ist vollbracht. Mit dem Druckknopf zur Entsorgung der Proben auf der Bedienpaneele vor Ihnen schicken Sie einen massiven Stromschlag in den Tank. Mehr als ausreichend, um mich zu töten. Egal, was ich sage, um Sie davon abzuhalten, hören Sie nicht auf mich. Der Mensch, der ich einmal war, existiert schon lange nicht mehr. Während mein Geist erlischt, muss ich an das Leid denken, das Eleanor wird ertragen müssen. Und Mitleid übermannt mich. Aber ich kann nur meine Gebete anbieten. Vielleicht können Sie nach meinem Tod mehr ausrichten. Und jetzt bitte ich Sie, mir Frieden zu schenken. Leben Sie wohl, mein Freund, und meinen aufrichtigen Dank. Du musst mich nicht töten, Delta. Bitte. Ich gehe auch hier raus. Ich werde draußen leben. Ciao. Und da ist Alexander der Große nicht mehr so groß. Naja, er hat uns ja darum gebeten. Und ja. Keine Ahnung, ob es gut war oder nicht. Ich werde es einfach mal machen und die Musik ist wieder creepy. Geil. Oh, wir haben fast kein Geld mehr. Wir hatten doch noch übelst massig Geld überall, oder? Mal gucken. Die nicht. Aber die da hinten hatten doch noch, oder? Ich guck mal kurz. Ist da noch einer? Scheint so. Na. Warum? Lass mich in Ruhe! Weg! So, das passt. Zack, zack, zack. Gut. Hat der noch was? Die hatte nix. Das heißt, wir sind eigentlich komplett umsonst hier rein. Nur für ein paar Gold. Das ist ein normaler, der greift uns normal nicht an. Oh doch. Oder wird's jetzt tun? Dann werden wir uns mal schnell wieder verkrübeln. Möglichst schnell. Ja, irgendjemand hat erwischt. Aber zuerst. Oh, Adam. Und 100 Dollar. Irgendwer meinte, ich soll mir mal dieses Dingens kaufen. Was ist denn? Psychokinese. Auf Stufe 3, wär's lustig. Denken Sie in größeren Dimensionen. Werfen Sie Objekte mit höherer Geschwindigkeit, um noch mehr Schaden anzurichten. Ba-bam. Können wir uns das nächste auch schon holen? Mhm. Sieht nicht so aus. Schade. Nee, können wir echt nicht. Winterblast haben wir gar nicht. Dann könnten wir uns noch Abfackeln holen. Yeah. Explosives Feuer aus dem Handgelenk. Ideal, um Gegner mit einem Flammenstoß umzupusten. Nice. Gibt's noch was? Ich glaube nicht. Scout fand ich nicht so prickelnd.
Wobei, wir hätten eigentlich noch genug. Ich weiß nicht, ob wir das noch irgendwann brauchen. Ach komm. Kettenblitze. Jeder Blitz trifft mehr als einen Gegner. Hiermit können Sie den Feind mit einem tödlichen Sturm attackieren. Yeah. So. Ausgerüstet ist er schon. Mehr brauchen wir ja, glaube ich, aber auch gar nicht, nee. Bevor wir uns hier noch weiter aufhalten, würde ich sagen, wir verkrümeln uns hier mal. Wieder. Geht die zu? Fluten, Scotty. So. Dann geht's also jetzt direkt zu Lamp. Das ist die Oxyfil-Station, Chef. Aber lass dich von der Fassade nicht täuschen. Das ist der Eingang. Benutz jetzt den Schlüssel. Okay. Das ist also Lems Versteck. Krass. Krass, krass, krass. Finde ich gerade übelst krass irgendwie. Ich weiß nicht. Hat man vielleicht ja nicht gemerkt. Ob die uns hier sehen kann, ich weiß es nicht. Die Tochter des Volkes. Elinors Zustand könnte sich letztlich als Segen erweisen. Frühere Splicing-Tests ergaben null Genschäden aufgrund ihres Zustands als Little Sister. Es scheint, dass sie unser neues Medium ist. Dies läuft allerdings nicht auf eine reine Persönlichkeitsspaltung hinaus. Ratchas Genie wird in ihrer neuen DNA kodiert sein und es wird sich willkürlich in den gewünschten Erscheinungsformen zeigen. Ein Utopist kann nicht auf einen einzigen Wurf des genetischen Würfelspiels beschränkt werden. Wenn es nötig ist, wird sie Komponistin sein, Tänzerin, Ingenieurin. Sie wird wahrhaft die Tochter des Volkes sein. Okay. Krass. Na, dann wollen wir mal aufwärts oder abwärts, je nachdem. Und ich kann meine Maus nicht bewegen, sowas mag ich nicht. Ah, okay. Parasophone. Benutze Köder, um Feinde abzulenken. Funktioniert nicht. Inhalt wird gespeichert. Persephone, wir sind endlich da. Finde Elinor, mein Junge, und zwar schnell. Ihre Mami hat ganz Rapture mobilisiert, um zu verhindern, dass ihr zusammenkommt. Wunderbar. Eine wahre Mutter. Okay. Den haben sie ein bisschen verbuggt. Schön sieht's hier aus, Lamp. Sehr schön. Kontaktmin. Insassenkontrollpunkt. Okay. Oh, ist das creepy hier. Krass, krass, krass. Cool irgendwie, echt cool. Vater, komm schnell! Ich sitze in einem Käfig fest. Irgendetwas stimmt nicht. Okay. Ich würde mal sagen, um einen kleinen Spannungsbogen zu erzeugen, machen wir im nächsten Part weiter. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.